Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Der Deutsche Leitindex hat gestern endlich wieder einen Handelstag mit Gewinnen abgeschlossen. Allerdings hatte der DAX vorher eine kleine Berg- und Talfahrt erlebt. Im Tief lag er unter 11.500 Punkten, im Hoch über 11.700 Zählern. Am Ende ging er dann mit 11.598 Punkten aus dem Handel. Das ist ein Plus von rund 0,3%. Blicken wir auf den letzten Handelstag der Woche jetzt zusammen mit Johanna Krämer, unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt. Schönen guten Morgen. Johanna, ja, wie wird der DAX denn heute erwartet? Schönen guten Morgen, lieber Marco. Leider muss ich deine Euphorie sofort wieder einbremsen, denn es sieht danach aus, laut den ersten Berechnungen, dass der DAX heute wieder weiter nach unten durchgereicht wird. Wir haben aktuelle Berechnungen, die besagen, dass der Deutsche Leitindex mit einem Minus von 1,5% in den Freitag starten wird. Und damit wird sich natürlich das Wochenminus auch noch mal deutlich vergrößern. Ja, was soll man auch anderes erwarten bei den Vorgaben, die wir gerade schon aus Asien bekommen haben? Alle großen wichtigen Indizes notieren über 1% im negativen Bereich und in Japan hat sich der Nikkei beispielsweise mit einem Minus von 1,5% bereits aus dem Handel verabschiedet. Gestern an der Wall Street, ja, da sah man auch so eine kleine Stabilisierung. Wir hatten positive Konjunkturdaten bekommen aus den USA, aber auch einige Unternehmenszahlen sind besser ausgefallen, als man befürchtet hatte. Der Dow Jones konnte daraufhin immerhin mit einem Plus von 0,5% sich aus dem Handel verabschieden. Allerdings hat diese Euphorie, die gestern zumindest die EZB geliefert hatte, mit Möglichkeiten einer Lockerung der Geldpolitik im Dezember scheinbar nicht lange angehalten. Dennoch vielen Dank nach Frankfurt, Johanna. Ja, nach diesem Ausblick auf den Handelstag machen wir weiter mit der Marktidee. Heute ist dies Gold. Der Goldpreis hat in diesem Jahr gleich mehrere neue Rekordmarken aufgestellt. Im August, da startete der Kurs allerdings eine Korrekturphase, die immer noch andauert. Jetzt hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Der Kurs rutschte unter zwei wichtige technische Marken. Damit sich das kurzfristige Bild wieder aufhält, muss der Goldpreis vor allem eine bestimmte Marke zurückerobern. Welche das ist, erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Gehen Sie dazu auf www.ideas-daily.de. Und wir sehen uns gerne am Montag wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.